Moin Moin, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Gestern Mittwoch habe ich mal auslassen und heute kommt dann auch eben mein neuer Vlog für Kroatien. Heute wird es eben ein Bootstour geben, wo wir auf 2-3 verschiedene Inseln fahren, wo wir dann auch ein bisschen schwimmen gehen und 7 Stunden werden wir, ca. 7 Stunden werden wir unterwegs sein. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Jetzt gehen wir noch schön was einkaufen zum Trinken und ja, sind wir gespannt. Starten wir rein. Versteht's mich? Jetzt fahren wir gerade im Wasser, man sieht gerade an der Badekleidung viele Leute und Taucherpult und einen Schnorchel habe ich eben direkt noch. Das war unser erster Halt und der zweite wird dann bald einmal sein, aber ich werde mich wahrscheinlich dann sehr wahrscheinlich noch auf einen zweiten Halt dann melden. So, ich hoffe, ihr versteht es mir. Wir sind eben von da losgestartet, da losgefahren, da rüber und dann da zu den Höhlen rein. Jetzt fahren wir zu der Insel Indarik.
Was ist Teil der Kurzfahrt? Die Kalt. So, rechts rein. Jetzt gehen wir da zum Kirchel. Ich finde, das ist ein, auf der Insel Illerhoek ein ganz lieber kleiner Ort. So, ich gehe jetzt dann ins Kirchel rein und zeige euch das. Eine Postfiliale braucht man aber nicht mehr auf der kleinen Insel. Schaut da auf der Seite alles so richtig interessant aus. Sehr, sehr interessant. Was mir halt auffällt, man sieht es da bei dem Erdhaufen. Es ist sehr, sehr rötlich da, die Erden. Also nicht nur auf der Insel, sondern auf der Insel Lochin genauso. Vielleicht kennt ihr wer die Früchte. Schreibt das gern unten in die Kommentare. So. Die alte Waschmaschine. Jetzt rauf, genau, da drücke ich nicht Wasser zu binden, das mache ich jetzt nicht. Das jetzt Bad gewesen sein. Schaut aus wie das Esszimmer. Das Klo. Wie ist das Schlafzimmer. Und da müsste die Schweiß drin gewesen sein. Für die Abwasch und Abzug. So, ihr hört das Knirschen, ich gehe wieder raus. Rauf gehe ich, wie gesagt, nicht. Ich muss da nichts riskieren. So, man sieht alles zu, macht noch. Glück war, dass da ein bisschen offen war. Aber ich riskiere nichts und gehe auch nicht auf sie. So, da sieht man das noch einmal. Und da sieht man, wie schön flach dass der Strand reingeht. Ins Meer. Ich finde es interessant, ein Fenster auf der Seite zwar. Und schaut mal, da ist gleich daneben ein Haus aufgerissen worden. Und das ist ja gleich noch kleiner. Oder war noch kleiner. Ich finde das cool. Also natürlich Platzverhältnisse nicht groß und es wird einfach der Platz genutzt. So, Kinderspielplatz erfahren. Da wieder der Haufen. Ein schönes Haus, dann direkt dahinter wieder Lost Place. Taxi ist ein Boot und Autos habe ich noch keine gesehen. So, dann natürlich wieder Informationstafel für die, die es lesen wollen. Da ist Deutsch, das heißt, dann wird da unten Deutsch sein. Und das ist dann Deutsch. Alle, die es nicht lesen wollen, einfach weiterschalten bzw. entlang laufen lassen. Das ist das Einzige, was ich in Richtung Outdoor-Doxing habe. Nicht mehr, nicht weniger. Und reges Treiben. Von der Schwalben. Und das ist doch sehr schmal. Ach, doch, ein bisschen was habe ich doch noch gesehen, aber es ist halt. Ja.
nicht so fahrzig, wie es wir halt kennen. Und heute gibt es Lamm. Irgendwie liegen da die Schiffsschrauben herum. Ein Anker, ein Seil. Also, wie gesagt, als einziges Fahrzeug, was man da sehen, eben so kleine so Flugmaschinen. Das eine schaut dann auch aus wie ein, ja, Schneeräumgerät. Aber Autos an sich gibt es nicht. Schaut, wie viele Möwen das da jetzt sind. Die sind überhaupt nicht scheu. Schaut genau, dass sie schon zurückkommen. Und auch da, ganz oben die Möwen. Finde ich lustig. Wie die Piranhas. Tag ist schnell vorbei, waren über 7 Stunden. Ich finde, es war ein schöner Tag und wieder überraschend, nein, so überraschend ist es nicht, wieder in einem Lost Place drinnen, aber, also gesehen, Lost Place kriegen, aber überraschend war es für mich, dass man da reinkommen ist. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Eben, Daumen hoch, abonnieren, Kommentare rein und schauen wir mal, was ich die nächsten Tage für euch noch bereit habe in Kroatien.
Mich würde freuen, wenn ich noch das eine oder andere Video von hier unten machen kann in Form eines Vlogs. Also dann, bis dann. Tschüss.